Deutschland kifft und kein Thema ist in der Jugend in den letzten Jahren so präsent gewesen wie Cannabis. Aber was macht Kiffen mit uns? Wer sind die Dealer? Was sind die Gefahren? Und warum zur Hölle ist Cannabis in Deutschland illegal? Viel Spaß mit Was passiert, wenn man jeden Tag kifft? Meine Brüder stehen mit Gummistiefeln in der Badewanne, Schaufel in der Hand, stellen selber Speed auf, werf nach Rheinland-Pfalz. Ich grüß die Nordi, Antonino, Salam, Hannibal. Brüder rocken Banken mit Designermasken, Karneval. Fahr das Material, das Arbia nach. Zu Beginn gilt es vielleicht auch zu klären, was ich für einen Bezug zu Cannabis habe. Das erste Mal habe ich mit 15 gekifft, dann von 16 bis 18 jeden Tag quasi meine komplette Abi-Phase durch. Danach habe ich circa ein Jahr gar nicht konsumiert und seitdem gelegentlich. Das heißt, phasenweise kiffe ich einmal die Woche, dann wieder monatelang gar nicht und dann zu besonderen Anlässen wie Urlauben oder sowas wieder täglich. Weil ich selber positive wie negative Erfahrungen mit der Droge gemacht habe und auch positive wie negative Auswirkungen bei anderen Leuten gesehen habe, möchte ich dieses Video machen, um einfach alle Seiten zu beleuchten. Im Vorhinein will ich sagen, dass niemandem den Konsum von Drogen empfehle, ganz besonders Leuten unter 18 nicht. Hierbei mache ich auch keinen Unterschied zwischen legalen und illegalen Drogen. Lasst einfach komplett die Finger davon. Außerdem bin ich kein ausgebildeter Journalist. Ich bin ein 21-jähriger Typ, der sich für das Thema interessiert, hier alles zusammenträgt und seine Meinung dazu sagt. Deswegen bin ich sehr happy über eure Meinung in den Kommentaren oder sogar als Videoantwort. Laut des epidemiologischen Surveys aus 2018 haben in den letzten 12 Monaten 3,7 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren Cannabis konsumiert. Jede Droge wirkt anders auf unterschiedliche Menschen. Wie sie aber auf mich wirkt, will ich in diesem Experiment herausfinden, indem ich jeden Tag kiffe. Okay, Cannabis ist in Deutschland illegal, also wo bekommt man die Droge überhaupt her? Ich habe gar keinen Kontakt zu irgendeinem Dealer hier in Köln. Ich kann euch das schlecht beweisen, das müsst ihr mir einfach glauben. Und genau deswegen kann ich euch perfekt zeigen, wie schwer das für mich ist, wie lange es dauert, in einer Großstadt in Deutschland an Cannabis zu kommen. Als allererstes probiere ich es über den einfachsten Weg. Ich habe Freunde in Köln, die kiffen, also rufe ich einfach an und frage. Wir starten. Jo, David, was geht? Jo. Ich habe vor, ein sehr wildes YouTube-Projekt zu machen. Dafür bräuchte ich tatsächlich noch Requisiten. Ich kann dir gleich eine Nummer schicken. Den kannst du anrufen. Nice. Kuss. Mach's gut. Ciao. Ja. Wir sind bei 1 Minute und 2 Sekunden. Lasst uns Cannabis illegal in Deutschland kaufen. Seitdem ich meinen Kumpel angerufen habe, ist ziemlich genau 1 Stunde vergangen. Und in dieser Zeit haben wir es geschafft, Gras zu kaufen. Das war es eigentlich schon. Ich sehe jetzt einfach mal davon ab, das nochmal auf der Straße zu versuchen. Jeder, der schon mal in Köln war, weiß, dass es wirklich ohne jede Mühe möglich ist, an Orten wie zum Beispiel dem Ebertplatz Gras zu kaufen. Das sind mir meine 10 Euro aber einfach nicht wert, denn ich glaube, dass die Qualität absolut minderwertig ist. Glaub mir einfach, es wäre noch schneller gegangen, als hätte ich das über meinen Kumpel gemacht. Für alles an Utensilien rund ums Kiffen, wie Bongs, Pfeifen, Papes, Grinder, Lampen, Dünger und so weiter, kann man einen der unzähligen Headshops in Deutschland aufsuchen. Alleine in Köln gibt es wahrscheinlich 5 und in Kiosks und Tankstellen bekommt man eigentlich schon alle Basics wie Grinder und Papes, alles was man braucht. Aber solange man das Gras nicht selber anbaut, was natürlich auch illegal wäre, gibt es für Konsumenten keine Möglichkeit, sich auf die Qualität zu verlassen oder nachvollziehen zu können, was eigentlich da drin ist oder ob das Gras gestreckt ist. Streckmittel sind Stoffe, die zur Gewichts- und somit Profiterhöhung zu Drogen hinzugefügt werden. Mehr Gewicht heißt mehr Profit. Gerade bei Verbrennung von Cannabis und dadurch auch den Streckmitteln kann es zu erheblichen Gesundheitsrisiken kommen. Alle Informationen zu den Streckmitteln und ihren Gefahren findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Geht willkommen, ich komme aus der Zukunft. Das Video war echt eine Menge Aufwand, ich habe viel Zeit, viel Arbeit und viel Geld reingesteckt. Um ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben, habe ich 20 T-Shirts online gestellt. Seid schnell, der Link ist in der Videobeschreibung. Die sind sehr nice vom Fit. Wenn ihr die als Maske anzieht, habt ihr einen Print hier vorne drauf. 50% gehen an den Deutschen Hanfverband und ich betreibe ein bisschen Schadensbegrenzung auf meinem Konto, auch wenn ich das Geld für dieses Video damit nicht wieder rausbekomme. Checkt das aus, vielleicht hat der eine oder andere von euch Spaß daran und will mir dabei helfen, weitere solche Videos zu ermöglichen. Vielen Dank, Kuss, Link ist in der Videobeschreibung. Wie kann ich also als Konsument checken, was für eine Qualität das Gras hat oder ob das mit irgendeiner Scheiße gestreckt ist? Einfache Antwort: gar nicht. Hierfür habe ich als erstes gegoogelt und quasi nichts gefunden. Dann habe ich mit 5 verschiedenen Apotheken telefoniert und erst beim 5. Gespräch ist das hier rausgekommen. Ich rufe mit einer etwas spezielleren Anfrage an, ob es möglich ist, bei Ihnen Cannabis auf Unreinheiten testen zu lassen. Generell ginge das, ist natürlich das Problem dabei ist, wir das nur machen würden wahrscheinlich, wenn da jemand eine Erlaubnis für hätte. Haben Sie keine Ahnung, wie ich jetzt als quasi illegaler Konsument das Gras auf Verunreinigungen testen lassen könnte? Wissen Sie, ob es dafür irgendeinen Dienst oder so gibt? Bitte bleiben Sie am Apparat. Und zwar, es gibt ein sogenanntes Drogenmobil hier in Köln, meine ich auch. Da kann man auch theoretisch dann mit dem mit der Droge dann dahin gehen und dann können die das theoretisch prüfen. Hi. Ich habe mit der Apotheke telefoniert und die haben mir gesagt, dass hier wohl die einzige Anlaufstelle wäre, um Cannabis testen zu lassen. Nicht? Nichts. Okay. Ich hätte nämlich gedacht, dass die Apotheke das macht. Ja, dachte ich auch. Okay, danke. Also der Tipp war gerade, klar, die Polizei macht, aber dann kannst du auch gleich... Ist weg. Ja, okay, danke euch.
Ciao, schönen Tag noch. Okay, also auch in diesem Drogenmobil, was von der Stadt Köln selber gemacht wurde, ist es zwar möglich, unter Aufsicht Drogen zu konsumieren, also illegale Drogen, aber es ist nicht möglich, die Drogen testen zu lassen. Was schlecht ist. Ja klar, wie kommst du auch darauf, dass du dein Gras testen kannst, wenn die Droge in Deutschland illegal ist? Sehr einfache Antwort. Mittlerweile ist deutlich zu sehen, dass ein Verbot von Cannabis nicht dazu führt, dass weniger Leute Cannabis konsumieren. Jeder, der kiffen will, kommt an Gras und lässt sich auch nicht davon abschrecken, dass es illegal ist. Laut Definition von Wikipedia ist das Ziel der Prohibition in der Regel, die Bevölkerung vor negativen Wirkungen der verbotenen Substanzen zu schützen. Abgesehen davon, dass Prohibition im Konflikt mit Persönlichkeits- und Freiheitsrechten steht, bin ich in keiner Weise davon überzeugt, dass es die Bevölkerung schützt, ihr Gras bei einem Shady Dealer kaufen zu müssen und nicht checken zu können, ob es verunreinigt oder gestreckt ist. Plus nicht kontrollieren zu können, wie hoch es konzentriert ist, also wie viel THC und wie viel CBD. Anteil im Gras. Ich hatte mir vorgenommen, in der gesamten Doku keinen Vergleich zu Alkohol zu ziehen und Gras hier einfach als einzelne Droge zu behandeln. In diesem Falle ist es aber nötig. Ohne zu wissen, wie hoch das vorliegende Gras konzentriert ist, laufen vor allem wenig erfahrene Konsumenten Gefahr, zu viel zu konsumieren und so in eine Art Angstzustand oder ähnliches zu verfallen. THC ist der Stoff im Gras, der uns high macht, und CBD ist der Stoff, der uns entspannen lässt und die Wirkung von THC eindämmt. Ohne jetzt zu wissen, wie stark das Gras konzentriert ist, laufen Leute Gefahr, zu überdosieren oder einfach nicht die gewünschte Wirkung zu erzielen. Überdosierung von Gras ist zwar körperlich quasi nicht schädlich, kann jedoch psychisch besonders bei vorbelasteten Personen negative Auswirkungen haben. Nehmen wir also an, eine Person will zum ersten Mal Alkohol probieren. Sie greift ins Regal, nimmt ein Bier heraus und weiß, dass sie sich beispielsweise 330 Milliliter mit 4% Alkohol zuführt. Wenn diese Angabe jedoch nicht auf dem Produkt zu finden ist und es geschmacklich keinen Unterschied macht, läuft man sehr schnell Gefahr zu überdosieren. Es könnte also sein, dass 330 Milliliter Alkohol eine Konzentration von 4 oder 45% enthält. Wenn man den Unterschied aber erst bei Eintritt der Wirkung bemerkt, ist es leider ein bisschen zu spät. Solange die Angabe über Inhalt und Konzentration aber auf dem Produkt zu finden ist, kann die Person nahezu denkenlos ein Bier probieren, ohne Gefahr zu laufen, eine Alkoholvergiftung zu erleiden. Genau das lässt sich auch auf Cannabis übertragen. Prohibition trägt dazu bei, dass Drogen stärker werden. Man kann so nämlich mehr Wirkstoff auf kleinem Raum transportieren und dadurch mehr Profit machen. Genau dasselbe ist während der Alkoholprohibition in den USA auch passiert und Personen haben angefangen, Moonshine mit bis zu 80%igem Alkohol selber zu brennen, zu verkaufen und zu konsumieren. In den letzten Jahren ist genau dasselbe mit Cannabis passiert. Der THC-Anteil ist deutlich gestiegen, während der CBD-Anteil deutlich gesunken ist. Hatten wir 1995 ein Verhältnis von 1 zu 14, haben wir heute ein Verhältnis von 1 zu 80. Das kann für Personen, die einen kontrollierten Rausch haben wollen, sehr unangenehm werden, denn es gibt de facto keine Möglichkeit, das in Deutschland von irgendeiner Einrichtung testen zu lassen. Wenn man weiterdenkt, hat es auch abseits von Gefahren einfach mit Präferenz zu tun. Genau wie manche Menschen ab und zu gerne zu einem Feierabendbier greifen oder beim Zusammenkommen mit Freunden gerne ein Glas Wein trinken, so möchten auch Leute auf entspannt eine Tüte rauchen. Wenn man aber vorher nicht sagen kann, wie hoch das Gras konzentriert ist, kann es sein, dass man zu einer Sorte greift, die eher einer Sorte Schnaps als Bier oder Wein ähnelt. Genau aus diesem Grund ist meiner Meinung nach Kontrolle und Regulierung dieser Substanzen essentiell für die Gesundheit der Menschen. Dazu kommt, dass man gezwungen ist, mit illegalen Dealern in Kontakt zu treten, die potenziell auch noch andere Drogen verkaufen. Würde man Cannabis bei einem staatlich geprüften Händler kaufen, schätzt sich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der einem unter der Ladentheke probiert, noch irgendwelche härteren Substanzen anzudrehen. Bevor wir uns jetzt darum kümmern, wer in Deutschland kifft, wer die Dealer sind, was die Gefahren von Cannabis sind, was Pro und Contra der Illegalität sind, kümmern wir uns erstmal um den Selbstversuch. Um nachvollziehen zu können, welche Auswirkungen Cannabis auf mich, meine Reaktionszeit und mein Gedächtnis hat, werde ich eine Reihe von Tests machen. Ich werde diese Reihe von Tests in drei verschiedenen Durchläufen machen. Einmal vor dem Projekt nüchtern, vor dem Projekt nach dem ersten Joint, also das erste Mal bekifft, in der Mitte des Projekts nüchtern, in der Mitte des Projekts dicht und am Ende des Projekts nüchtern und am Ende des Projektes dicht. Natürlich bilden diese Tests aber nicht alle Faktoren ab, auf die Cannabis eine Auswirkung hat. Deswegen werde ich auch immer wieder subjektiv über meine Situation berichten und zeigen, ob ich antriebsloser werde, ob ich weniger schaffe, ob es mir mental gut geht, ob ich irgendwelche Angstzustände bekomme und so weiter. Das ist der erste Joint seit über einem Monat und es fühlt sich schon extrem weird an, das vor einer Kamera zu machen, wenn man weiß, dass das nachher vermutlich ein paar tausend Leute sehen werden. Ja, und dann habe ich erstmal gekifft. Bevor wir uns jetzt aber darum kümmern, was Kiffen auf mich für eine Auswirkung hatte, schauen wir erstmal, wer in Deutschland so kifft und was das für Auswirkungen auf die Leute hat. Hierfür habe ich mich mit zwei verschiedenen Konsumenten getroffen. Einmal eine Person, bei der es seit Jahren gut funktioniert und eine Person, die seit Jahren Probleme mit Cannabis hat. Die Personen und Geschichten, die ich hier im Video darstelle, sind natürlich nur Einzelfälle und es wäre falsch, diese als allgemeingültig zu betrachten. Genau aus diesem Grund hoffe ich, dass ich mit diesem Video möglichst viele Menschen erreichen kann und dazu ermutigen kann, an meiner Umfrage teilzunehmen, damit ich in einem Folgevideo auf diese Daten Bezug nehmen kann und wir hoffentlich so ein besseres Gesamtbild der Situation bekommen. Hierbei ist es auch essentiell, dass Personen, die keine Erfahrung mit Cannabis haben, an der Umfrage teilnehmen. Die Umfrage dauert nur ca. 5 Minuten, ihr findet sie über den ersten Link in der Videobeschreibung und ihr helft uns allen ungemein, das Thema besser verstehen und einschätzen zu können. Die Umfrage ist komplett anonym, also habt da keine Angst und macht da gerne mit. Da es vermutlich viele Menschen gibt, die mehr Nutzen aus den Daten ziehen können als ich, werde ich sie nach ca. 30 Tagen für Forschung, Uni oder Schulprojekte öffentlich zur Verfügung stellen und ihr könnt die dann runterladen und damit machen, was immer ihr wollt. Wer bist du?
Ich bin 25, ich bin jetzt gerade am Ende meines Masterstudiums und ich komme aus einem guten Elternhaus, habe eine super glückliche Jugend und Kindheit durchlebt, hatte nie finanzielle Sorgen, also alles super gelaufen in meinem Leben eigentlich. Wie viel kiffst du circa im Monat? Ich würde sagen so 10 Gramm, ein bis zwei Joints am Abend so. Wie konsumierst du? Hast du Regeln für deinen Konsum? Auf jeden Fall nur nach getaner Arbeit. Ich gehe ganz normal in die Uni, arbeiten, was auch immer, was man halt so am Tag zu tun hat. Und dann, wenn ich mich abends vor den Fernseher setze oder irgendwie am Computer, dann rauche ich halt einen Joint. Wie lange konsumierst du schon? Seit 8 Jahren. Hast du jemals andere Drogen konsumiert? Ja, so im Partyumfeld. Auf jeden Fall. Hast du Angst, von der Polizei erwischt zu werden? Das Einzige, wovor ich Angst habe oder was wo immer Angst mitfährt, ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Dass wenn du abends gekifft hast und am nächsten Tag fährst und eigentlich nüchtern bist, dass du immer noch positiv getestet werden würdest und den Führerschein verlieren würdest. Das ist so die einzige Angst. Wie viel Geld hast du in deinem Leben circa für Cannabis ausgegeben? Boah, viel. Boah, kann ich nicht sagen. Will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Hast du das Gefühl, durch Cannabis im Alltag antriebsloser zu werden? Ich merke das, wenn ich jetzt mal irgendwie auf einer Party bin am Wochenende und dann viel raucht, damit nicht einen Joint, sondern viele, dass ich dann am nächsten Tag auf jeden Fall mich eher nicht hinsetzen brauche und versuchen brauche, irgendwas zu lernen, so, weil das halt immer noch nachklingt. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie 15 Bier trinkst, dann hast du ja auch einen längeren Kater als irgendwie von einem Bier. Aber von so einem Joint am Abend rauchen, nee. Also ich habe immer meine Uni und alles ganz normal geregelt, gehe zur Arbeit und habe nie Probleme damit, irgendwie aufzustehen, wenn der Wecker klingelt oder so. Hast du das Gefühl, etwas Falsches zu tun? Nein, auf keinen Fall. Also was ich mit meinem eigenen Körper mache, ist ja meine Sache. Was hältst du von der deutschen Drogenpolitik? In meinen Augen sollte es einfach vor allem Gras legalisiert werden und auch legal verkauft werden. Also in Coffeeshops oder so wie in Amerika halt in einfach Läden, wo man Weed kaufen kann. Und damit verbunden auch Grenzwerte, was das Autofahren und so angeht, entsprechend angepasst werden. Es kann nicht sein, dass das irgendwie benachteiligt wird gegenüber Alkohol zum Beispiel. Und man sieht ja, jeder kifft. Oder jeder kennt Leute, die kiffen, und das ist auch wirklich bei den meisten Leuten überhaupt kein Problem. Und daher sieht man ja, dass auch diese Restriktionspolitik der letzten x Jahre einfach nichts gebracht hat. So, die Leute, die kiffen, wollen die kiffen und die haben auch kein schlechtes Gewissen. Und wo Konsumenten sind, wird auch immer ein Markt sein. Leider sind mit Ton- und Videoaufnahmen vom anderen Interview flöten gegangen, was richtig scheiße ist, weil das eben genau die gefährliche Seite gezeigt hätte. Deswegen muss ich die Antworten der anderen Person hier nochmal zusammenfassen. Luca hat mit 13, kurz nachdem sich seine Eltern getrennt haben, angefangen zu kiffen. Mittlerweile ist er 21 und hat 7 Jahre lang gekifft. Er hat in seiner Hochphase ca. 50 Gramm im Monat geraucht und hätte sich das gar nicht leisten können, wenn er nicht selber verkauft hätte. Er schätzt, dass er rund 30.000 Euro an Cannabis verraucht hat, wenn man von einem Preis von 10 Euro pro Gramm ausgeht. Mit 16 haben sich dann erstmalig depressive Züge gezeigt und er beschreibt es, als hätte er diese mit Kiffen unterdrückt, dabei hat er nicht gemerkt, dass sie eigentlich immer schlimmer wurden. Das sei auch kein Einzelfall, denn mehreren seiner Freunden sei es ähnlich gegangen. Kontakt mit anderen Leuten und besonders mit Fremden ist ihm über die Zeit immer schwerer gefallen und er hat es gemieden, sich mit seinen Problemen zu konfrontieren. Nachdem er dann sein Abitur abgebrochen hat, eine Ausbildung angefangen hat und diese wieder abgebrochen hat, hat seine Mutter ihn zu einer Therapie gedrängt, welche er heute als die beste Entscheidung seines Lebens bezeichnet. Er hat nie irgendeine andere Droge ausprobiert und sagt, dass Cannabis alleine neben seiner psychisch angeschlagenen Situation den Großteil der Depression ausgemacht hat. Das Schlimmste an Cannabis sei, dass es bei den einen Tabuthema ist und die Gefahren bei den anderen runtergespielt werden. Trotzdem glaubt er, dass ein verantwortungsvoller Umgang absolut möglich ist, Jugendliche die Grenze aber aufgrund von fehlenden Informationen und Aufklärung häufig überschreiten und das erst im Nachhinein merken. Ganz kurz, wenn du mich unterstützen willst, kannst du das mit einem Like tun. Das war echt eine Menge Aufwand. Vielleicht sieht man das auch an den Animationen und dem ganzen anderen Kram. Ich freue mich übrigens sehr über Diskussionen in den Kommentaren. Ich werde jeden Kommentar beantworten. Und wenn du Bock hast zu sehen, wie ich in 30 Tagen eine Modemarke gegründet habe oder wie ich möglicherweise ohne Training im Flugzeug gelandet bin, dann kannst du abonnieren, damit du die nächsten beiden Videos nicht verpasst. So, mittlerweile kiffe ich seit einem Monat und jetzt kommt es zum Zwischenstand. Was hat sich geändert? Was hat Kiffen für eine Auswirkung auf mich gehabt? Und allgemein, wie ist so die Situation? Ich habe in den ersten Tagen des Experiments häufig gedacht, oh nice, du machst ja eh das Experiment, also kannst du schon mittags kiffen und arbeitest dabei. Relativ schnell habe ich aber gemerkt, dass sich das nicht besonders gut verträgt und ich, nachdem ich gekifft habe, wirklich rein gar nichts mehr geschafft habe. Also habe ich mir quasi mit dem Kiffen eine Ausrede gesucht, warum ich jetzt nichts Produktives mehr machen müsse. Also habe ich mich dazu entschlossen, ab diesem Zeitpunkt nur noch abends nachgetane Arbeit zu konsumieren. Das hat rein gar nicht funktioniert. Ich hatte schon mittags das Gefühl, nichts mehr zu tun zu haben und dann habe ich nur noch auf abends gewartet, um mit dem Kiffen anfangen zu können. Also habe ich eine Lösung gesucht, habe mir Aufgaben auf meinem Whiteboard markiert und das war dann der Zeitpunkt, wo es auch geklappt hat, dass ich parallel jeden Tag kiffe und trotzdem weiterhin produktiv bin. Das hat mir gezeigt, dass in meinem Falle täglicher Cannabiskonsum nur mit absoluter Selbstbeherrschung möglich ist, wenn ich keine Einbußen in der Produktivität machen will. Das heißt nicht, dass das jetzt allgemeingültig ist, aber ich glaube, man kann schon verallgemeinert, vereinfacht sagen, dass Kiffen
einen weniger produktiv macht. Nach circa 2 Wochen Dauerkonsum wurde ich deutlich unzufriedener mit mir selber und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich weniger produktiv war. Denn mein Selbstwertgefühl hängt extrem damit zusammen, was ich schaffe oder was ich für einen Output habe. Wenn der nicht stimmt, geht's mir schlecht. Außerdem hat mir das Projekt bis jetzt gezeigt, dass ich glaube, dass ich extrem suchtanfällig bin. Die ersten 2 Tage im Projekt habe ich gekifft wegen des Projektes. Ab da war es wirklich reine Präferenz, einfach weil ich wollte. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gerne gekifft. Ich habe probiert, mir Zeit frei zu schaffen, um zu kiffen. Es hat mich wirklich eingenommen und ich habe den Tag darauf fokussiert zu kiffen. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass ich eben kein unbeschriebenes Blatt bin. Wie ich am Anfang in der Timeline schon aufgezeigt habe, bin ich seit Jahren Konsument, immer mal wieder, unregelmäßig, dann mal eine Zeit lang regelmäßig, aber ich bin eben kein unbeschriebenes Blatt. Das Projekt hat mir jetzt eben die Möglichkeit gegeben, mich selber und meinen Konsum von außen zu betrachten und dabei ist mir das eben alles aufgefallen. Definitiv gibt es Leute, die der Konsum kalt lässt. Ich bin keiner derjenigen. Sobald ich 1, 2, 3 Tage hintereinander kiffe, kann man davon ausgehen, dass ich die nächsten 2 Wochen dahinter auch noch täglich kiffen werde. Das Projekt hat mir auch gezeigt, dass ich bekifft sozial deutlich schlechter bin. Also wenn ich bekifft bin, mag ich es nicht, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht ausdrücken, wie ich mich gerne ausdrücken wollen will. Wenn ich spreche, habe ich das Gefühl, Sachen nicht so formulieren zu können, wie ich es gerne formulieren würde. Ich meide große Menschenmengen und bin deutlich mehr in mich gekehrt als wie sonst in nüchternem Zustand sehr nach außen und sehr viel nach außen. Ich bin bekifft deutlich nachdenklicher, fange an, Dinge anzuzweifeln und allgemein hatte ich durch den Dauerkonsum das Gefühl, ein bisschen weniger stark zu sein von der Psyche. Da ich aber keine psychischen Vorerkrankungen habe, habe ich bei mir nicht das Gefühl, dass es eine langfristig super negative Auswirkung auf meine Psyche haben würde, da mir diese Entwicklung eben auch genau bewusst ist. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass psychisch vorerkrankte oder etwas instabile Menschen davon super negative Auswirkungen davon tragen. Da meine Jugend, wenn man von einem Alter 15 oder 16 ausgeht, jetzt auch schon 5 oder 6 Jahre zurückliegt, habe ich mich mit einem Jugendarbeiter getroffen, um ein besseres Bild davon zu bekommen, was für einen Stellenwert das Thema Cannabis bei Jugendlichen momentan hat. So können wir ein gebündeltes Bild aus quasi erster Hand bekommen. Mir ist aber durchaus bewusst, dass es beispielsweise regionsabhängig ist, weshalb ich nochmal dringlichst auf die Umfrage verweise, bei der ihr hoffentlich alle mitmacht, egal ob ihr kifft oder nicht. Ich heiße Henrik Verfliehen. Ich bin hier Standortleiter in Bedburg für die Rheinflanke und mache mobile Jugendarbeit, aufsuchende Jugendarbeit, stückweise auch Schulsozialarbeit, da helfen, wo der Bedarf sich gerade zeigt. Okay. Wie präsent ist Cannabis so in der Jugend? Also ich glaube, dass alle Jugendlichen leicht in Berührung kommen damit. Also wenn sie es vielleicht nicht selbst konsumieren, dann kennen sie mindestens jemand, ob aus der Klasse oder der Parallelklasse oder wissen von jemand. Also das ist bei den Jugendlichen, die sich abends noch treffen, präsent. Es ist Teil von deren Leben, würde ich behaupten. Ich kann nicht für alles sprechen, es gibt selbstverständlich auch welche, die da kein Interesse dran haben, aber es ist da. Das lässt sich nicht abstreiten. Ist es möglich, das irgendwie einzukategorisieren, ob das Interesse in unterschiedlichen sozialen Schichten unterschiedlich hoch ist? Ich glaube, dass das Interesse bei allen gleich ist. Ich glaube, dass aus allen sozialen Schichten Jugendliche ausprobieren möchten. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel an der Hauptschule mehr gekifft wird als am Gymnasium. Ich will nur bestätigen, weil ich war auf dem Gymnasium und ich habe sehr viel gekifft. Ja. In welchem Alter fängt so das Interesse an, so in die Richtung zu gehen? Fällt mir schwer, ein Alter zu setzen, weil es gibt Jugendliche, die früher auf der Suche sind, die schon mit 13 Jahren oder auch noch früher sich sowas zutrauen würden und an den Stellen rumhängen, wo das passiert. Es gibt aber auch welche, die das mit 17 das erste Mal Kontakt damit haben. Aber ich denke schon, dass so 15, 16 jeder weiß, wo er was herbekommen würde. Hast du schon mal mitbekommen, dass irgendjemand Probleme damit mit der Dosierung hatte? Weil es bei Cannabis ja eben, steht ja nicht drauf, wie viel THC drin ist. Ja, also definitiv bekomme ich von Jugendlichen mit, die kein Maß finden. Also und mit Dosierung würde ich jetzt nicht meinen, dass sie jetzt ein komplettes Gramm in einen Joint drehen, sondern dass sie in Häufigkeit sich steigern und dass sie täglich irgendwann kiffen und dass es dann vielleicht auch schon morgens vor der Schule passiert. Also dass da in dem Maß die Dosierung sehr problematisch wird, wenn es keiner sieht oder wenn die Jugend sich selbst nicht oder die Jugendlichen sich selbst nicht da regulieren können. Und das ist die Problematik und da sehe ich die Gefahr, dass, dass die es nicht besser wissen und die wissen zwar, es ist verboten, aber kriegen nicht irgendwie mit,
wo tatsächlich die Gefahren sind. Mhm. Weil was im Freundeskreis oder in der Peergroup besprochen wird, ist, das ist ja pflanzlich, das kann man sich selber anbauen, das ist auch in Holland legal und so weiter. Also das ist, wird leicht unterschätzt. Mhm. Und dadurch auch überdosiert, das würde ich schon sagen. Was hältst du grundsätzlich so von der These, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist? Einstiegsdroge. Cannabis ist sicherlich auch eine Einstiegsdroge, aber davor kommt Zigaretten, davor kommt Alkohol, was beides legal ist. Ich behaupte, ich weiß von vielen Jugendlichen, die nach Gras eine Grenze ziehen, die sagen, so kiffen würde ich noch. Aber so synthetische, chemische Drogen, da lasse ich meine Finger von. Wie schwer ist es für Jugendliche an Cannabis zu kommen? Es ist gar nicht schwer für Jugendliche an Cannabis zu kommen. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Und die Dealer oder die Laufjungs, also sind ja nicht immer die großen Dealer, mhm. die dann auf der Straße stehen und verkaufen, sondern die haben ihre Verteiler, ihre Läufer, die das auf dem Schulhof oder an der Bushaltestelle unter die Leute bringen. Das ist unglaublich leicht, daran zu kommen. Ich behaupte, es ist leichter, an Gras zu kommen, als an Alkohol für gewisse Jugendliche. Und das, was hier auf der Straße, ob gestreckt oder nicht, mhm. Ankommt, ist auf jeden Fall gefährlicher, als was das früher war. Mhm. Also die Polizei, die verliert viel Zeit mit den kleinen Fischen und mhm. ändert nichts daran, seit Jahren nicht, dass tatsächlich was gegen die Cannabis-Kriminalität getan mhm. wird. Also ich sehe das, so wie es jetzt ist, eine Verschwendung von Zeit für Polizisten, von Geld für die Polizei, Anwaltschaft und die ganze Justiz. Die hält sich da sehr viel mit Sachen auf, die sie nicht in den Griff bekommen, die nicht kontrolliert werden damit. Und es dem Schwarzmarkt überlassen. Ein bisschen traurig, aber die Politik, wie sie jetzt läuft, ist nicht zielführend. Ich weiß noch nicht, was das Ziel ist, aber auf jeden Fall führt es nicht dazu, dass weniger gekifft wird oder dass besser, qualitativ besseres oder sichereres Gras gekauft wird. Das passiert nicht. Ist das Gras an sich oder fehlende Aufklärung das Problem? Ich glaube, Aufklärung ist das, was passieren kann. Aufklärung ist das, was in der Schule passieren muss. Also da kann man es flächendeckend tun. Wir haben mit der Präventionsstelle in Hürth hier einen Grasparcours entwickelt. Also wir gehen in alle 8. Klassen rein und machen dann an verschiedenen Stationen zu verschiedenen, also ne, alles zum Thema Cannabis. Und da hat man immer einige dabei sitzen, die wissen schon eine ganze Menge und andere, die wissen gar nichts. Aber wenn ich Jugendliche aufs Leben vorbereiten möchte, dann brauchen die ein Werkzeug, dann brauchen die Wissen und auch ein Selbstbewusstsein, um sagen zu können, nein, das möchte ich nicht. Und wenn sie keine Ahnung haben, dann ist das gefährlich. Also Aufklärung könnte was tun, aber Aufklärung passiert zumindest nicht im großen Stil flächendeckend. Glaubst du, dass ein Schritt in Richtung Entkriminalisierung dabei helfen würde, dass Jugendliche weniger in Kontakt mit anderen Drogen kommen, weil sie durch Cannabiskauf oder so nicht mit dem Schwarzmarkt in Kontakt kommen? Also wenn Gras legal zur Verfügung stünde und wenn es Läden oder Wege gäbe, daran zu kommen, gäbe es keine Berührung zu anderen Drogen. Die großen Dealer, die verkaufen wahrscheinlich nicht nur Gras, sondern die haben auch alles andere möglich. Da wäre ich dann auf meinem Schwarzmarktweg zum Gras kaufen auch näher am Kokain dran, als wenn ich das irgendwo in einem staatlich kontrollierten Geschäft mein Gras bekommen würde. Ja, das glaube ich. Danke dir vielmals. Das hat eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, das hat dabei geholfen, irgendwie ein bisschen besseres Bild von der Jugend und von dem Ganzen zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn es hilft, gerne, kein Problem. Wer spielt neben Konsumenten und Dealern die dritte Hauptrolle in diesem ganzen Katz-und-Maus-Spiel? Richtig, die Polizei. Nachdem ich mich mit der Polizei in Köln in Verbindung gesetzt habe und die mich verständlicherweise an die Polizeigewerkschaft weitergeleitet haben, kam leider nichts dabei rum. Ich habe versucht, Kontakt aufzubauen, doch leider ohne Resonanz. Das ist sehr schade, aber ich habe einen jungen Polizisten gefunden, der bereit war, mit mir zu quatschen. Was die Polizeigewerkschaft grob vom ganzen Cannabis-Thema hält, könnt ihr auf der Website nachlesen. Trotzdem sehr schade, da ich glaube, dass ich ziemlich nice Fragen vorbereitet hatte.
Vielleicht ein andermal. Ach ja, außerdem hatte ich die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung für ein Interview angefragt. Am Anfang hat sich das alles ziemlich positiv angehört. Ihre Pressesprecherin sagte dann, dass sie nur einmal die Fragen sehen müsste. Nachdem ich die Fragen geschickt habe, war leider kein Termin mehr für mich frei. Naja, auch da vielleicht beim nächsten Mal. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass das hier funktioniert hat und dass du bereit dazu bist. Erstmal für die Leute, wer bist du und was machst du so? Ja, ich bin 20 und ich arbeite in einer deutschen Großstadt bei der Polizei. Okay. Ist ein bisschen weird, hier so mit dir zu sitzen, aber inwiefern beeinflusst die Drogenpolitik eure Arbeit? Gut, wir haben damit täglich zu tun, weil wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen und ich meine, es ist halt eben immer noch alles eine Straftat, ne, und müssen das natürlich verfolgen. Man hört häufiger, ich war auch schon in der Situation, dass bei Kleinstmengen das danach sofort fallen gelassen wird. Ja, das kommt drauf an, welche Droge das ist, aber im Normalfall Kleinstmengen sind eigentlich Arbeit für einen Papierkorb. Ja. Weil ihr danach geht und im Endeffekt wird's fallen gelassen von der Staatsanwaltschaft, oder? Ja, genau. Ja. Wie ist so die allgemeine Stimmung in der Polizei bei deinen Kollegen zu Cannabis? Ja, da gibt es solche und solche. Also wahrscheinlich der Großteil der älteren Kollegen ist schon dem nicht unbedingt positiv gegenüber gestimmt. Bei den jüngeren Kollegen sieht das wahrscheinlich anders aus. Aber es gibt auch in allen Altersklassen Leute, die reflektiert genug sind, um zu merken, dass es größtenteils die Verfolgung von Endkonsumenten eigentlich gar nichts bringt. Kommt das schon mal vor, dass ihr mal ein Auge zudrückt, wenn ihr irgendwen konsumieren seht oder so? Also wenn wir hier in der Großstadt allem nachgehen würden, den wir so über den Weg laufen oder was wir so sehen, dann könnten wir ja gar nichts anderes mehr machen. Und also es geht gar nicht, dass man alles verfolgt. Fühlt man sich da über die Zeit ein bisschen unverstanden, auch weil die Arbeitszeit verschwendet wird? Ja. In gewisser Weise schon, ja. Ja, also wenn man jetzt hier an den Plätzen in langläuft, wo man natürlich weiß, da sitzen freitagsabends Tausende von jungen Leuten, dann wäre es natürlich völliger Quatsch, da lang zu laufen und nach Leuten zu suchen, die vielleicht einen Joint rauchen. Bei anderen Drogen und an Kriminalitäts-Hotspots, da müssen wir natürlich irgendwie unsere Arbeit machen. Das ist erstmal eine ziemlich dumme Frage, weil ich das Gefühl habe, die Antwort schon zu kennen, aber gibt es Polizisten, die kiffen? Ja klar, überall gekifft. Also ganz sicher gibt es viele Polizisten, die auch kiffen. Ja. Macht ihr Unterschiede bei der Fahndung von Konsumenten je nach dem Alter? Also dass der Grundgedanke von dem Job ja schon ist, dass wir Leuten helfen und niemandem Schaden zufügen wollen und dass wir die Jugendlichen dafür schützen wollen, dass sie kiffen oder andere Drogen nehmen, ist natürlich völlig klar. Und deswegen ist das wahrscheinlich bei Jugendlichen auch, dass man da dann eben kein Auge zudrückt. Ja, vielen Dank. Gerne, kein Problem. Obwohl ich sagen muss, dass ich das vorher schon wusste, was du antworten würdest. Okay, Fazit. Ich habe 2 Monate lang sehr viel gekifft. Um genau zu sein, 40 Gramm, glaube ich so. Ich würde wahrscheinlich genau das wiederholen, was ich im Zwischenstand schon gesagt habe. Ich bin deutlich weniger produktiv geworden. Dadurch war ich deutlich unglücklicher und trotzdem hatte ich Lust zu kiffen. Oh Mann, Cannabis ist eine echte Droge. Wer hätte es gedacht? Haha. Ich bin halt wirklich gottlos suchtanfällig, gerade was Cannabis angeht. Das ist die Droge, bei der ich am ehesten oder am wenigsten Nein sagen kann. Wenn irgendwo gekifft wird, bin ich für gewöhnlich sofort dabei und genau das ist mein Problem, weswegen ich mich jetzt dazu entschieden habe, nach diesem Projekt einen Clean Cut zu machen und erstmal für längere Zeit gar nicht mehr zu konsumieren. Ich habe das Gefühl, ich kann es einfach nicht 100% kontrollieren. Ich bin einfach suchtanfällig, ich bin wirklich anfällig für sowas und deswegen mache ich jetzt einen Clean Cut und lasse es sein. Außerdem glaube ich, dass eins der größten Probleme von Cannabis das Standing in der Jugend ist. Wirklich super viele Leute nehmen das nicht ernst und denken, nur weil es weniger schlimm ist als Alkohol, könnte man das bedenkenlos jeden Tag machen, ohne davon irgendwelche negativen Auswirkungen davon zu tragen. Ich glaube, das ist auf gar keinen Fall so. Es gibt vereinzelt Leute, die der Konsum kalt lässt, die täglich konsumieren können, die sich da komplett im Griff haben. Der Großteil, würde ich sagen, wird davon in den Bann gezogen und kifft immer mehr und hat dann auch Schwierigkeiten, nicht mehr zu kiffen. Es ist und bleibt halt einfach eine fucking Droge. Wenn ich auch mal so meinen entfernten Bekanntenkreis angucke, würde ich sagen, dass es die Droge ist, wo die meisten Leute süchtig nach sind. So und jetzt ein direkter Appell an euch. Ich verstehe natürlich komplett den Reiz, sich ausprobieren zu wollen. Das Wichtigste dabei sind aber Informationen, Reflexion und Diskussion. Informieren, überall alles aufsaugen, bevor man einfach so da reinspringt. Und damit meine ich nicht, wenn Johannes auf dem Schulhof erzählt, dass er schon 3-mal gekifft hat, alles übernehmen, was der erzählt.
erzählt, sondern ich meine wirklich informieren. Reflexionen, dann eben schauen, welche Informationen sind brauchbar und welche nicht. Und Diskussionen, ganz einfach wirklich mit Leuten sprechen, die Erfahrung haben, mit Leuten sprechen, die keine Erfahrung haben und einfach Informationen austauschen. Dafür könnt ihr diese Kommentare hier perfekt nutzen. Ich werde komplett mitdiskutieren, ich werde jeden Kommentar beantworten und das meine ich 100% ernst. Es ist einfach ein super wichtiges Thema, wo die Meinungen wirklich meilenweit auseinander gehen. Also das hier könnte ein guter Startpunkt sein, um eine Diskussion zu starten. In 3 Sätzen noch was zur politischen Lage. Eine Drogenbeauftragte der CSU, bei der es für mich absolut undurchsichtig ist, warum sie diesen Posten hat. Steuerverschwendung für die Fahndung nach Konsumenten anstatt einen geregelten Markt und Steuereinnahmen. Viel zu wenig Informationen und Aufklärung für junge Leute. Don't know. Millionen von Menschen, die aus unserer Bevölkerung kiffen, bei denen keiner eine Möglichkeit hat, seinen Cannabis auf Qualität und Reinheit zu prüfen. Zwungener Kontakt mit dem Schwarzmarkt, zu hohe Maximalwerte beim Autofahren. Diese Liste ist unendlich und ich will gar nicht mehr diskutieren. Es ist einfach wirklich eine absolute Peinlichkeit. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht meine Meinung einfach so übernehmt, gerade bei politischen Sachen. Das formt sich über die Zeit und ihr müsst euch viele Informationen und so holen. Das ist einfach nur meine Meinung. Nehmt es nicht als Anhaltspunkt. Ich bin einfach sehr unzufrieden mit der Situation. Wenn man das nochmal so ausspricht, ist wirklich unglaublich, Alter. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch scheißegal. Es gibt mittlerweile Millionen von Menschen, die sich einfach über dieses Gesetz hinwegsetzen, machen, was sie wollen. Es juckt keinen Schwanz, dass dieses Gesetz da ist. Die Polizei läuft vorbei. Es ist quasi schon so, als wäre es legal, außer dass wir keine Sicherheit bei der Qualität haben, keinen regulierten Markt. Und es macht einfach... Wir leben halt einfach wirklich komplett frei, so frei, dass wir uns einfach mit Millionen von Leuten über so ein Gesetz hinwegsetzen können, wenn wir der Meinung sind, dass es nicht richtig ist. Es ist schon irgendwie auch nice, das so zu sehen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, wenn ihr den Aufwand und meine Videos supporten wollt. Bis nächste Woche. Ciao.